Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Chris Scholz von der Sportvereinigung Porz und Barantat von der Sportvereinigung Porz. Wir tippen jetzt den 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1. Fangen wir an mit Maria Linden gegen Beensberg. Da sage ich 1-0 Beensberg. Ich hoffe es auch für meine alte Mannschaft, dass Beensberg endlich 3 Punkte einfährt. Ich sage auch ein 1-0 für Beensberg. Frielingsdorf Hoffnungsthal. Ich sehe Hoffnungsthal da eher stärker. Tipp ich auf ein 2-1 Hoffnungsthal. In Frielingsdorf ist schwierig zu spielen. Ich sage sogar 3-1 Frielingsdorf. Lindler-Berzdorf, schwer. Da tipp ich auf ein Unentschieden, 1-1. Ich sage auch ein 0-0. Beide Mannschaften fand ich jetzt in der Rückrunde nicht so stark. Ja. Geien gegen West. Geien, spielstarke Mannschaft, finde ich. West hat es auch gut gemacht bis jetzt. Ich sehe aber Geien da ein bisschen stärker, 1-0 Geien. Ich bin da einmal anderer Meinung. Ich sage sogar 1-0 für West. Poll gegen Rhein-Süd. Schweres Ding. Da tippe ich auf Rhein-Süd. Ich auch. Ich sage 2-0 für Rhein-Süd. Worringen-Hohkeppel, Topspiel. Beide Mannschaften oben dabei. In Worringen, da sehe ich die Worringen ticken vor. 2-1 Worringen. Ich sage, das wird ein Matchspiel für uns. Sage dann auch 1-1. Ja, die spielen unentschieden. Hürth 2 gegen Westhofen-Ensen. Da sehe ich die Hürther Stärke auf jeden Fall. 2-1 Hürth. Ich sage 3-0 für Hürth 2. Und dann unser Spiel noch Porz gegen FC Leverkusen bei uns zu Hause. Ich sage 2-0, wir machen das. Ich sage sogar 3-0, ich bin optimistischer. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.